Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Diamond in der Randomized Nuzlocke Challenge. Wir sind hier im Schnee unterwegs, haben ja letztes Mal ein Pokémon gefangen. Das Poko-Dingenskirchen. Ich weiß nicht mehr, wie ich es genannt habe. Aber das war das letzte Mal, ne? Gut. Kämpfe gegen diesen Lümmel hier. Das wird dieser Lümmel hier. Entgegenwerfen, ein Duflur. Ein Duflur gegen Kaki. Ich gerade so der Beste. Beste Gegner. Pflanzen. Ist doch Wasser, oder? Nee, andersrum. Pflanze ist stark gegen Wasser. Okay. Hatte ich falsch rum im Kopf. Warum auch immer, ne? Ach nee, da hat der Gesteintyp. Wow. Einfach nur. Wow. Direkt. Kommt aus dem Pokéball direkt und schläft es. Oh Mann, dankeschön. Ich dachte schon, Duftler wird nicht getroffen. Aber mehr macht es nicht, weil ich die Überreste habe. Ragibeere, Verbrennung, Marumbeere, Schlaf. Friss die Marumbeere, Sonnenball. So. Ach nee, Sonnenbeere, so. Ja gut, das geht. Das geht. So knapp. So mega krass knapp. Das ist ja gerade sehr heikel, was ich hier tue. Flammenwurf. Ja, Pflanzen, das sind so mein Kryptonit gerade. Fluggift. Käfer. Feuer und Eis. Kaki hätte einen Käferangriff. Aber das ist halt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, dieser Käferangriff. Ja, doch. Das ist wenigstens dann nicht sehr effektiv. Ja. Also wenn er doch also hat, noch ein Pflanzen-Pokémon, dann kommt Kaki dran und versucht es Kaki mal. Jo. Ganz einfach. Was habe ich denn schon zu verlieren? Na, Rattan! Okay, also heißt das Gift-Pokémons. Guten. Psycho, ja gut, dann ist Schneeball, Sonnenball. Warum Schneeball, Sonnenball? Ziemlich stark. I guess so. Mach mal Psywelle. Sim. Ah, da war der Unlichttyp, ne? Shit! Er schwebt nicht mehr. Sonnenball schwebt nicht mehr. Das ist jetzt. Na gut. Das macht keinen Unterschied eigentlich. Das ist überhaupt kein Unterschied. Ha. Und das trifft natürlich nicht. Warum ist das sehr effektiv? Ah, es war Boden. Shit, das ist kein Schlammbomb.
Houston, wir haben ein Problem. Dadurch, dass Schweben nicht funktioniert, kann es eine Schlammbombe machen, dass ein Bodenangriff ist. Kacke. Ich merke gerade, ich hätte auch Schlaubi. Das war ein bisschen besser gewesen. Gegen Retan. Aber das ist jetzt zu spät. Jetzt macht es fertig. Ja, das hat ja auch Psychoangriffe. Da ich sie jetzt wieder geheilt habe, kommt sie nicht so drauf an. Mach einfach eine Konfession und fertig. Tada! Down. Ino wächst und wächst und wächst. Ich werde Kaki, glaube ich, noch kurz hochheilen. Kurz. Uno momento. So. Als oben waren auch Gegner, oder? Ich glaube schon. Zack, 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 zack. Nee, hier sind keine Gegner. Nur tiefer Schnee und noch tiefen Schnee, natürlich. Was zum Fick machen die da oben? Das ist ein Pokéball. Hi! Was geht? Na, hast du Spaß hier im Schnee? Bisschen Schneeballschlachten machen, bisschen Schneemänner machen, ein paar Giratina fangen, was? What? Okay. Ups. Hilfe. Einfach Giratina. Ah, Giratina. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen perplex, tut mir leid. Fuck! Und 37! Shit! Rabenschlag? Hilfe! Gut, das macht nicht so krass Damage. Das Problem ist nur jetzt der Zwinger, ne? Du musst genug Damage hinkriegen. Alter, nein! Wieso ist es so stark? Hilfe! Gut, es wird vom Hagel getroffen. Hilfe. Das ist gerade ein bisschen kacke. Da gibt einfach ein random Giratina. Level 37. Und die Drachenklaue macht auch ein bisschen mehr Damage. Ja, gut, es geht. War es vorhin ein Falltreffer? Ich weiß es nicht. Aber die Hälfte ist weg. Das heißt, alles gut. Ach nee, Unlicht. Shit. Nein, 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 nein. Nein! Hagel könnte es mir noch zum Verhängnis werden. Jetzt gerade nicht. Ich muss. Shit. Warum ist das ein Giratina? Hättest du nicht irgendwie ein Ratini haben oder so? Ach man. Gut, das macht dann dicke Kraft. Das ist gut für mich. Seine Angriffe sind gerade. Oh fuck. 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 Die Angriffe sind gerade ein bisschen random, das spielt mir gut in die Karten. Und der Hagelsturm hilft mir auch ein bisschen. Ich habe noch einen Raumschlag übrig. Einen. Holy Macaroni.
Wenigstens trifft er. Schon. Das wird nicht reichen, ne? Ah, Mann! Aber ich werd's schaffen. Der Hagelsturm macht den Rest. Hoffentlich. Hat er keine Heilung oder so? Das will mir jetzt nämlich das Genick brechen. Das ist ziemlich krass, das Genick brechen. Weil ich habe keinen Raumschlag mehr. Die Kraft ist nicht sehr effektiv. Gut. Ah, ist normal. Neutral. Meine ich. Okay. Ich muss noch einmal treffen. Treffer! Gut. Halt ist unheilbar gemacht. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Sowas von tot wäre ich dann. Cool. Oh mein Gott, der Sound, das ist mag. Gut. Marilyn. Haben wir das geschafft? Puh. Habe ich was, das P höher kriegt? Irgend Äther oder so. Das ist suboptimal. Okay, das heißt, wir kämpfen nicht mehr gegen Drachen. Hi, es geht. Wenn du jetzt auch noch Drachen-Pokémon hast, dann wäre ich ein bisschen am Rad, ne? Bin ich ein bisschen triggert. Amoroso. Was war das doch mal? Das war... Ah ja, das. Das ist Pflanzen. Supidupi. Supiduwapa. So, aber... Es ist doppelt effektiv. Glaube ich, hat sie irgendein Steintyp. Wassergestein, oder? Oder? Ich weiß es doch nicht mehr. Ich weiß das doch nicht mehr. So. Das fällt mir gerade auf. Warum? Ist Elektro eigentlich neutral gegen Gestein? Aber gegen Boden? Gut, weil Boden leitet, ne? Also ableitet. Da will ich so argumentieren. Aber ein fucking Stein. Der macht das so überhaupt nichts aus, wenn da Strom. Es leitet nicht mal. Das ist so. Why? Darauf verstehe ich auch nicht, warum Elektro auch neutral gegen Stahl ist. Stahl leitet Strom. Es wird angezogen davon. Also müsste es ja. Ja, gut. Eben, man kann es auch sagen, dass es nicht so effektiv ist, weil es. Ja, es macht am Stahl ja nichts aus. Es leitet nur. Wow. Das war jetzt gerade ein bisschen mehr Damage. Also es sollte. Aber diese Diskussion hatte ich glaube schon ein paar Mal. Ich würde gerne Kommentare schreiben, was ihr dazu. Ihr das argumentiert. Weil es ist. Bei mir manchmal Typen, die sollen ein bisschen Sinn geben. Ne? Also es gibt so ein paar Balancing-Sachen wie Käfertyp. Käfer gegen Unlicht. Das ist krass Balancing, ne? Oder der Fee-Typ ist eigentlich nur Balancing, der ganze Typ. Da habe ich nicht aufgepasst. Really? Das ist nur Balancing. Der ganze Fee-Typ. Also fast, ne? Außer mit Stahl, du machst Stahl auch noch stärker. Defensiv. Ist nicht so effektiv gegen Feuer, Fee. Ich hab den Fee-Typ nämlich so überhaupt noch nicht studiert, ne?
Das ist so. Okay. Im Kampf ist es sehr effektiv. Warum ist eine Fee stärker gegen einen Kämpfer? Soll so sein. Mit Unlicht und Drache sehr effektiv und gegen Kampf, ne? Kann sein, kann sein. Kannst du nur Amnesie, Wheelie? Man weiß es nicht. Ach ne, das macht Spezialverteidigung hoch. Hm. Das ist jetzt. Ah. Ich muss mehr aufpassen. Tut mir leid. Mein Grad Kacke ist vielleicht. Nicht so das Optimalste. Okay, ich habe ihn halt verwurzelt. Ich kann es nicht mehr. Oh, shit! Warum habe ich dich verwurzelt, Kaki? Das ist ja dumm. Ich bin dumm. Bin sehr dumm. Kleiner Fun Fact am Rande. Warum ist es effektiv? Ja, gut, geht. Geht. Es geht. Ist Gift, ne? Gift gegen Pflanzen ist sehr effektiv, habe ich vorhin gelernt. Das habe ich vorhin gelernt. Das ist. Oh. Ne, ich wusste, das sind Dinge, die vergisst man so schnell. Ich weiß, als Kind, ich wusste alles, jeder Typ, wer gegen was stark ist und wer nicht, gegen was nicht stark ist. Und jetzt so, ich habe, keine Ahnung, so 3-4 Jahre nie Pokémon gespielt, ne? Jetzt spiele ich es ein bisschen mehr, eben wegen YouTube und so und auch sonst spiele ich es gerne noch. Aber... das. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß diese Dinge aber nicht mehr. Die sind so in meinem Kopf drin gewesen. Da kamen irgendwelche andere wichtigen Dinge. Und dann war's das mit. Typen, Kombinationen, Vorteile, whatever. Ich wusste auch früher, wer was für den Typ hatte. Alle. Das weiß ich auch überhaupt nicht mehr. Das ist so ein bisschen, okay? Okay, okay, okay. Sei so. Übrigens, es wird jetzt ein bisschen kürzerer Part als sonst. Ich muss noch viel aufnehmen, ne? Also 2 Minuten weniger ein Part, das überlebt ihr, oder? Oder werdet. Ah, es ist noch in Larvitar. Okay, never mind. Ups, never mind, alles gut. Es wird jetzt noch 2 Minuten dauern, dieser Kampf. Ich sorge dafür. Finster Aura. Oh mein Gott. Ich muss wirklich mehr aufpassen, ne? Das ist das Ding jetzt. Ich hab's auch nicht mitgekriegt. Ah, ich rede zu viel gerade. Ist ja gut für mich, ne? Mehr Unterhaltung. Und so weiter und so fort. So, warte, ich habe ein HP verloren. Finte trifft nämlich immer. Zoom. Tja, Larvitar. Du bist jetzt tot. Ja, jetzt sind wir ziemlich knapp bei den 20 Minuten. Noch nicht ganz. Dann labere ich halt, ja gut, die Abmord und solche Dinge und jetzt so weiter. Level Ups, das geht schon gut. Ich war Stacy. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal natürlich. Und natürlich, und nicht vergessen, liken, abonnieren, folgen. Alles mögliche Links in die Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.